Hi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Erstmal Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, in letzter Zeit ist das Programm etwas eintönig mit ein paar alten Minecraft-Folgen. Hab halt viel zu tun, deswegen komme ich nicht so hinterher, kriegen wir aber auch wieder hin. So, wie in den letzten Tagen bei 100.000 anderen YouTubern auch, geht es bei mir heute um den Viewerpass für die Starladder 2019 Berlin für die CSGO Major Championships. So, es gibt von diesem Pass, wie ihr sicher schon wisst, zwei Versionen. Einmal die billige für, ich glaube, 8,99. Da gibt es keine Token dazu. Und dann gibt es die etwas teurere. Selbe Funktion, nur dass man da noch drei Souvenir-Token mit dazu kriegt. Zu diesen Souvenir-Token kommen wir gleich. Ich habe euch das Ganze hier mal auf Steam aufgerufen, für die, wo sie es noch nicht gekauft haben. Für alle anderen, oder für die allgemein, wo sie es noch nicht gekauft haben, sieht man hier direkt ganz oben im Spiel. Oh, ich habe hier noch Steam offen. So, zurück. Ganz oben im Spiel begrüßt uns ein dickes, fettes Banner. Ich habe den Viewerpass schon gekauft. Wenn ihr ihn eben noch nicht gekauft habt, sieht es bei euch ungefähr so aus wie hier unten. Da habt ihr dann die Auswahlmöglichkeiten zwischen den zwei Pässen und kauft halt den, welchen ihr euch wollt, wenn ihr es denn euch überhaupt kaufen will. Weil eigentlich ist schwachsinnig. Alles, was man davon hat, ist im Endeffekt diesen Coin hier, wie auch das letzte Mal schon, den man dann wieder upgraden kann. Um den Coin abzugraden, muss man halt verschiedene Sachen machen, wie man hier jetzt zum Beispiel sieht, jeweils 10 Runden auf verschiedenen Maps zu gewinnen, was einfach wahrscheinlich den Hintergrund hat, dass man Leute dazu bringt, auch ein bisschen unbeliebtere Maps zu spielen, weil ehrlich gesagt, mich würde nichts auf die Idee bringen, freiwillig Vertigo oder Train zu spielen, weil ich mag diese Maps halt einfach überhaupt nicht. Aber ja, wir reden hier wirklich von 10 Runden in-game, also nicht 10 Matches gewinnen. Diese 10 Runden müssen aber in einem Spiel, also in einer Runde gewonnen werden quasi. Das heißt, wenn ihr nur, wenn ihr 16-9 verliert, seid ihr quasi wieder auf 0. Ihr müsst also mindestens 16-10 dieses Spiel beenden. Könnt ihr auch verlieren, aber es muss eben mindestens 16-10 sein, damit ihr dieses Achievement, sag ich mal, freischaltet. Ich habe es jetzt gerade leider nicht im Überblick, aber ich meine, ah ja genau, hier steht ja, 7 Stück mehr, also noch 7, noch 7 Aufgaben erfüllen, um ihn auf die silberne Stufe abzugraden. Ist eigentlich, denke ich, recht machbar. Dann muss man, glaube ich, mindestens 3 oder 4 Mal richtig liegen hier bei diesen anderen Challenges, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, um es dann auf Gold abzugraden. Und zu Diamant muss man, soweit ich weiß, alles richtig haben. Diese Souvenir-Tokens, die man hier dazu kriegt, es ist ein bisschen anders. Die Cases droppen ja nicht mehr, so wie früher, sondern die kann man sich jetzt nur noch mit diesen Souvenir-Tokens kaufen, was ich ehrlich gesagt nicht so geil finde, weil das den Preis halt völlig in den Keller drückt, weil hier kann man für jeweils 2,65 Euro, einfach so viele Souvenir-Tokens holen, wie man sich will. Und das heißt halt gerade für die beliebteren Souvenir-Cases wird der Preis einfach in den Keller droppen, weil die sich jeder holen wird und dann im Endeffekt zu Spottpreisen auf dem Markt verschachert wird. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil, aber hier geht es Valve halt natürlich in erster Linie einfach wieder mal darum, Geld zu machen. Ist eine gewinnorientierte Firma, eigentlich nichts Verwerfliches dran, nur was halt die Community davon hat, ist halt eine andere Frage. Man muss, wie auch die letzten Male, wo ich bis jetzt... Ah ja, hier kann man sich wieder ein Team Graffiti auswählen, wo man dann über die ganze Zeit der Championships unbegrenzt trainen kann. Das kann man auch im Laufe immer wieder wechseln hier. Jetzt habe ich zum Beispiel Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Teams heißen, weil ich mich damit einfach nicht befasse. Kann man aber jederzeit auch wechseln und ist einfach unbegrenzt, bis das Major beendet ist. Um hier diese anderen Aufgaben zu erfüllen, da muss man wieder mal, jetzt bin ich im Inventar gelandet, da wollte ich doch gar nicht hin, wieder mal richtig picken. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie man da nochmal hinkommt, genau hier. So, wir haben hier jetzt für die Challenger Stage, müssen wir halt einmal auswählen, wer gewinnt 3-0, wer kriegt 0-3 auf den Sack und einfach noch 7 andere Teams, die weiterkommen werden. Da ich absolut keine Ahnung habe, wie es in den Majors abläuft und wer in welchem Team spielt und welche Teams gut sind und welche Teams schlecht sind, weil mich das eigentlich gar nicht interessiert, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, auf was ich wetten soll. Jetzt habe ich mir gedacht, wie kriege ich das hin? Ich bin ja gar nicht doof. Doch bist du, und zwar sowas von. Sorry für den kleinen Cut hier an dieser Stelle, aber ich muss es einfach tun. Ich werde gleich ein Wort so fucking häufig benutzen, dass ich einfach
da unten oder auch da unten, keine Ahnung, in der Ecke meinen kleinen Counter eingebaut habe, um zu gucken, wie bescheuert ich eigentlich bin, weil ich einfach nicht sprechen kann und mich ungefähr 1 Million Mal wiederholen werde. Viel Spaß dabei. Ich habe den halben Tag damit verschwendet, einfach YouTuber anzugucken und denen ihre Tipps zu analysieren, sage ich jetzt einfach mal, und habe mir hier eine kleine Strichliste gemacht. Ich blende die euch auch hier gerade einfach mal ganz kurz ein. So sieht das gute Stück aus. Ich habe einfach geguckt, welche YouTuber, also ich habe insgesamt 20 Videos geschaut von verschiedenen YouTubern, welcher YouTuber zum Beispiel welche Mannschaft auf 3-0 setzt, welche Mannschaft auf 0-3 und dann die anderen Teams. Ich meine, wir sehen hier ganz klar, der Vorreiter bei einem 3-0 ist Team Vitality. Sollen wohl gut sein, denke ich einfach mal. Der Vorreiter weit mit Abstand zum zweiten Platz, wo 0-3 auf den Sack kriegen wird, ist Seaman Gaming. Wie gesagt, ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Teams nicht, ich habe keine Ahnung. Und daher, da ich es eben nicht weiß und keine Ahnung habe, worauf ich tippen soll und wenigstens ein paar Tipps richtig haben will, um meinen Token ein bisschen abzugraden, habe ich es einfach so gemacht. Das heißt, ich mache das hier jetzt mal zu. Ich werde als Team, welches 3-0 siegen wird, werde ich Vitality auswählen. Als Team, welches 0-3 auf den Sack kriegen wird, Seaman Gaming, weil fast alle sagen, dass die verlieren werden. Und dann die weiteren Teams, die weiterkommen, wähle ich mir dann einfach hier aus meiner Liste aus, die ich euch gezeigt habe. Die meisten Stimmen hatte auf jeden Fall Mousesports, die weiterkommen werden, gefolgt von Furia, welche waren das jetzt nochmal? Das waren die hier. Die sollen auf jeden Fall laut YouTube weiterkommen mit beide 20 Stimmen jeweils von 20 Videos. Dann als drittes weiterkommen wird laut YouTube-Analyse Energy. Das hatte 19 Stimmen. G2 Esports mit 17 Stimmen. Dann gefolgt von Nord mit 16 Stimmen. Crazy mit 15 Stimmen. Also eigentlich alle sehr nah beieinander. Das heißt, von allen 20 Videos, die ich geschaut habe, waren diese halt eigentlich so gut wie immer dabei. Und als letztes Team habe ich hier mit 14 Stimmen Team Vitality. Die habe ich aber schon bei 3-0, also die kommen so oder so weiter. Und dann vor sie mit 13 Stimmen. So, ich muss hier nochmal nachgucken, wer die überhaupt sind, weil leider im Logo erkenne ich sie nicht. Naja, okay, die hätte man erkennen können. So, das ist meiner Meinung nach ein sehr gute Positionierung der Teams, welche auf jeden Fall bei der Challenger Stage weiterkommen werden. Wenn man so guckt, auf was die anderen YouTuber einfach tippen, denke ich mal, dass man mit dieser Zusammenfassung eigentlich ganz gut fahren wird und dass von diesen neuen Teams, also mindestens 7, denke ich mal, wirklich weiterkommen werden. Ob diese Tipps hier jetzt halt wirklich ihr Geld wert waren oder nicht, werden wir dann sehen. Wenn, ich glaube, am 23. starten die Challenger Stage. Dasselbe werde ich dann auch später machen hier bei der Pick and Group Stage und bei der Champion Stage. Werde ich wieder genauso vorgehen wie jetzt. Ich werde mir einfach angucken, auf was andere YouTuber setzen und werde da halt den guten Durchschnitt rausnehmen und auf die Teams, wo die meisten draufgesetzt haben, auch setzen. Dazu werden natürlich noch Videos folgen, vielleicht ein bisschen zeitnah. Ich habe mir jetzt schon gut Zeit gelassen. Wir tun unsere Picks jetzt einfach mal updaten. Dieses Jahr, was ich gut finde, ist, man muss für die Picks keine Sticker kaufen. Das war meiner Meinung nach letztes Jahr ja so, dass man, um hier quasi setzen zu können, in Anführungsstrichen, musste man auch noch die ganzen Team-Sticker kaufen, was mich ziemlich angefressen hat. Deswegen habe ich das auch gar nicht erst mitgemacht, weil ich das einfach scheiße finde. Das finde ich übertrieben. Aber das hier ist eigentlich ganz okay soweit. Nur hier ist halt wieder der Nachteil mit den Coins, ob das gut, schlecht ist, sei es mal dahingestellt, weil eben hier kann man dann später hier irgendwo für diese Coins dann die dementsprechenden Souvenir-Cases kaufen. Cobblestone ist dieses Jahr ja nicht dabei, weil sie aus dem offiziellen Map-Pool entfernt werden, was ich vielleicht auch gar nicht so schlecht finde, weil sollten hier die Cobblestone-Cases mit diesen beschissenen Coins gekauft werden können, dann wäre der Preis ultra schnell im Keller. Aktuell liegt er ungefähr noch bei 100, 120 Euro außerhalb von Steam.
Und der würde innerhalb von wenigen Stunden auf vielleicht noch 5 Euro droppen, bin ich der Meinung. Und somit wäre die Dealer dann auch nichts mehr wert. Gefällt mir zwar sowieso nicht, aber es wäre trotzdem schade. Deswegen gar nicht so schlecht, dass Cobble dieses Jahr gar nicht dabei ist. Mal sehen, ob Valve das in den nächsten Malen wieder ändert. Was ich nicht schlecht finde, man kann ja natürlich auch wieder, wenn ich es denn finde und nicht wieder doof bin wie Brot, man kann sich wieder Stickerkapseln auf jeden Fall kaufen und auch Direktsticker. Und da gehen die Einnahmen wieder mal, ja, hier haben wir es ja, da gehen die Einnahmen zu 50% an die Veranstalter und Teams. Das ist immerhin etwas, finde ich. Das heißt, es unterstützt halt die ganze E-Sport-Szene nochmal ein bisschen. Also, wenn ihr euch was gönnen wollt, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt, weil Valve nicht die 100% abgreift. So viel dazu. Ihr habt meine Picks gesehen. Könnt sie gerne nachmachen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, das ist ein guter Durchschnitt von dem, was andere YouTuber bringen. Naja, guter Durchschnitt. Ich habe 20 Leute angeguckt. Aber ich denke mal, mit den Tipps kann man anfangen, weil die Liste wäre wahrscheinlich genauso weitergegangen mit den Teams, wo ich jetzt ausgewählt habe. Also, ja, denke ich mal, wir haben hier nicht wirklich was zu befürchten. Und ich denke mal, dass wir hier 5 korrekte Picks haben werden für die Challenger Stage. Vielleicht kann ich es bis zum Ende hin noch richtig aussprechen, ohne es zweimal zu wiederholen. Was man eben noch machen muss, man muss mindestens ein Spiel geguckt haben und dann dasselbe ja auch bei der Legend Stage und Quarterfinals und so weiter und so weiter. Aber dazu kommen dann noch Videos, wenn es soweit ist. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer natürlich über einen Daumen nach oben freuen, eine positive Bewertung, lasst einen Kommentar da und auch gerne ein Abo. Würde mich auf jeden Fall supporten. Ich werde euch unten in der Beschreibung nochmal einen Link zu dem Bild dranhängen oder ihr könnt auch einfach nochmal zurückspulen und auf Pause drücken, wenn ihr es euch angucken wollt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Tippen, viel Glück, dass wir erfolgreich haben und eventuell vielleicht sogar mit der Diamant Coin hier rausgehen. Bis dahin, ciao, ciao.